Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play A Plague Tale. Roderick hat irgendwas Knuspriges. Feuer! Haben wir... Das Feuer breitet sich aus! Ist der Großinquisitor noch da drin? Woher soll ich das wissen? Geh und sieh nach und gib den Befehl zur Evakuierung. Das ist gut. Wir sollten das ausnutzen. Verdammte Ratten! Das hat mir gerade noch gefehlt! Die Ratten! Der Schild! Wir kommen nicht an ihn ran, Roderick! Warte! Meine Befragung! Bastion habe ich gesehen, wie der Alchemist ein Zeug hergestellt hat, das sie Extinguis nennen. Das löscht die Flammen. Ich wollte es für später aufheben, aber... Ein Versuch ist es wert. Okay, ich habe jetzt gerade ein bisschen Angst, dass ich den ganzen Shit... Oh Gott, wir kriegen noch eins, ne? Dass ich den ganzen Shit... durcheinander bringe irgendwann. Das Feuer zielen. So, jetzt greifen uns die Ratten noch, aber... Aber an, ne? Wartet mal, lasst uns erstmal... Ich bleib mal kurz hier, weil ich ein bisschen Schiss hab, dass die Mechanik wieder macht, dass die Ratten uns anknuspern. Kann ich denn... Ach, ich kann ihn mir mitnehmen, stimmt. Nein. Ah. Ich hätte rüberrennen sollen, nicht an die Seite gehen. Das ist ein bisschen doof gerade irgendwie. Ein Versuch ist es wert. So, dann machen wir mal... 1, 2, 3, 4. So. Kann ich nicht. Dann lass mich mal gucken, was hier unten so abgeht. Da sind ganz viele Ratten. Ich will das Zeug haben. Manu. Okay, Alkohol bin ich voll. Verpisst euch mal kurz. Leder hätte ich mal haben können. Okay, wir scheißen uns jetzt nicht ein wegen dem einen Leder. Wir machen das jetzt so weiter. Kommst du mit? Okay. Die ganzen Bücher werden verbrennen. Es ist nicht deine Schuld. Denk an dein Buch. Ja, wir müssen hier raus. Ich muss zu Hugo. Ich glaube, die Kinder haben das Feuer gelegt, damit sie rausschleichen können. Wenn ich die in die Finger kriege. Ihr geht nur von rechts nach links, oder? Ich glaube schon. Okay. Aber er kann den doch gar nicht überwältigen, weil die Ratten die ganze Zeit dahinter sind. Warte mal, mach. Ich möchte mal probieren, ob er es macht. Amicia, seine Fackel. Ja, die muss ich ausmachen. Das ist mir klar. Aber na gut, ich wollte es anders machen. Mit? Wir müssen direkt aufs Feuer zugehen. Das ist der einzige Weg. Ist hier drüben?
Ich habe keinen Alkohol. Wir brauchen Alkohol für das da. Und für den Helm-Auslöscher. Ich kann hier nicht mehr machen davon, ja auch nicht. Wir machen mal hier einmal. So. Weil ich es halt auch nicht permanent liegen lassen will. So, rüber mit uns. Den ohne Helm halt, ne? Oder haben die beide einen Helm? Bewegen die sich noch? Ich bin da zurückgegangen, weil ich dachte, dass der jetzt Patrouille läuft, aber das macht er gar nicht. Okay. Gucken uns. Ach, ja. Ja. Die Helme. Ja, ich weiß, dass die Helme tragen. Warte mal, wir können. Es hieß ja, wir können. Wir können ihn die einzeln aus dem Weg schaffen, beziehungsweise wir müssen erstmal den einen dazu bringen, dass er vielleicht darüber geht. Und das machen wir einfach. Wo ist denn das Ding? Komme ich von hier nicht ran? Dieses Geräusch, das kam doch von da drüben. Eindringlinge, seid wachsam! Ah! Scheiße. Was hast du getan? Wo hat er mich gesehen jetzt? Ich habe eine Idee, was wir machen. Scheiße. Und zwar... Du brennst! Verdammt! Nein! Nein! Alles in Ordnung? Okay, die Sachen habe ich schon geholt. Ist irgendwer da drin? Ja. Ich dachte, ich schaffe es. Das ist die Hölle da drin. Wo bleibt nur unsere Verstärkung? Was zum Teufel treiben die bloß? Zwei Wachen. Wir müssen einen von ihnen aus dem Weg schaffen. Ja, das kriegen wir ja hin. Das ist auch gar nicht so schwer. Komm du mal hierher. Oder warte mal, bleib mal dort. Rühr dich nicht vom Fleck, bin gleich zurück. Ich bleibe genau hier. Nee, jetzt Folge komm. Mir, gib keinen Laut von dir. Sie werden keinen Verdacht schöpfen. Warte mal, wir probieren mal was Alicia, aus. Ja? Die Helme. Ja, ich weiß. Deswegen bleiben wir mal hier. Und ich schicke ihn von hier dann rüber, wenn das funktioniert. Nichts. Ich sollte mich beruhigen. Die Wache. Verlass dich auf mich. Oh, fuck. Moment, aufgepasst. Oh, ich lass mich töten. Töte mich. Töte mich. Oh nein. Nein.
Wieso ist denn er nicht rangegangen, als ich das gesagt habe? Ich hab doch gesagt. Ich hab doch gesagt, er soll sich schnappen und er hat es nicht gemacht. Alles in Ordnung? Ich mach gleich. Die Schleichvariante kann mich gleich mal. Und ich gehe auf Hardcore. Ja. Ich dachte, ich schaffe es. Das ist die Hölle da drin. Wo bleibt nur unsere Verstärkung? Was zum Teufel treiben die bloß? Zwei Wachen. Wir müssen einen von ihnen aus dem Weg schaffen. Komme gleich wieder. Augen offen halten. Amicia, die Helme. Niemand da. Hab's mir schon gedacht. Was zum... Was war das? Hey, kannst du mich hören? Mörder! Damit kommt ihr nicht durch. So, jetzt reicht's mir, Freunde. Genug rumgespielt. So, ein paar Feuerdinger machen. Gut, das reicht aber, glaube ich, erstmal. Warte mal, die brauchen doch auch Alkohol, die hier, ne? Keine Ahnung, hätte man bestimmt irgendwie sneaky hinkriegen können. Aber keine Ahnung. Gib mir deinen Stein. So, und ich will das da und ich will das da. Und nee, den Helm kannst du behalten. Da oben. Gib mir das hier. Okay, ansonsten ist ja nichts, was mich interessiert. Wir hätten vielleicht auch das Licht ausmachen können. Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert hätte, weil das ja hier brennt. Müssen wir wirklich da rein? Ja, Tiefluft holen. Gehen wir. Ah, es ist jetzt schon so heiß. Das ist die Hölle. Oh, was? Was sollen wir tun? Mir nach und pass auf dein Buch auf. Kümmer dich nicht um sie. Oh Gott! Hilfe! Ich brauche Hilfe! Komm schon, komm schon! Oh, was hat sie denn manchmal für ein Problem? Das ist, weil ich drücke, bevor Stopp. Das... Bevor die Leertaste da steht. Bleib zurück! Ja. Was tust du da? Öffne sie! Ja. Rodrik, geht's dir gut? Ja! Lauf doch weiter! Lauf! Wir sind fast da! Scheiße, guck nach links! Ah. Komm! Hier lang! Kapitel 11. Am Leben. Da, sie ist zurück. Amicia! Ihr wart erfolgreich. Hier, aber Vorsicht, riecht etwas angesenkt. Wer ist das? Rodrik, aber psst. Oh, das Sanguinis Itinera. Was steht in dem Buch? Das. Die Geschichte eines kleinen Jungen, dem es bald viel besser geht. Genau, ich bin am Verhungern. Wer noch? Ich! Kommt, essen wir. Das haben wir uns verdient.
Du auch. Komme. Drei Wochen später. Nein, nein, nein! Verflucht! Das ist gar nicht gut. Hey, ist alles in Ordnung? Es ist nichts. Aber diese Tür, hast du die schon mal geöffnet? Sie klemmt. In diesem Teil des Chateaus waren wir noch nicht. Willst du sehen, was dahinter ist? Nun, Hugo schläft. Du kleines Luder. Mhm. Warte mal kurz, wir können uns sofort angucken, was da überall dahinter ist. Sobald ich geguckt habe, was wir hier eventuell für Loot noch haben. Los, Rodrik wartet auf mich. Okay. Na dann, Mäuschen, mach mal ja, auf. Ja, lass uns nachsehen. Wenigstens weiß ich, wie das geht. Na, wie also, so ein Rambock. Das war wirkungsvoll. Und hat kaum wehgetan. Komm, wir gehen. Warte, spürst du das auch? Nein, was? Dieser Ort wurde seit langem nicht mehr betreten. Hier liegt etwas in der Luft. Ja, Staub. Nein, es sind die Steine. Als würde man ein Gespräch unterbrechen. Ah. Ich spüre das hier zum ersten Mal. Na? Das sieht gefährlich aus. Das sollten wir fürs Erste lassen. Noch eine Tür. Okay. Wollen wir weitergehen? Ja. Oh, ich komme wirklich nicht durch. Na klar. Schauen wir mal, wo sie uns hinführt. Oh, der Innenhof. Eine Abkürzung. Der Typ hat ein Feingefühl, hä? Okay, Leute. Oh, hey, das hätte ich beinahe vergessen. Das habe ich vorhin beim Aufräumen gefunden. Sieh dir das an. Noch eine Geschichte über Steine? Du hast gar nicht so unrecht. Ich habe ein bisschen Angst wegen den Werkzeugen. Ich meine, wir haben ja noch 4 übrig, also eigentlich genügend. Ich mach mal das. Das sollte mir die Sache erleichtern. Das nächste ist, Amicia kann ihre Schleuder verwenden, um ein Luminosa zu werfen. Haben wir das nicht die ganze Zeit gemacht? Amicia, nee, wir haben es auf dem Boden. Ich komme. Auf den Boden geworfen, ne? Dank eines dickeren Behälters, der an ihrer Schleuder angepasst ist, kann Amicia Luminosa jetzt abfeuern, ohne dass sie zerbrechen kann. Okay, oh, das kann ich auch machen. Ich würde ja gern... Das finde ich halt gut, ne? 20 Geschosse ist auch fett. Ich mache trotzdem das hier erstmal. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Beschleunigt die Munitionsherstellung. Damit hatte ich jetzt bis jetzt kein Problem. Was war hier, war das, ne? Nee, Schuss. Es hat ewig gedauert, das alles in Ordnung zu bringen. Hier brauche ich 9 Stoffe dafür, bis ich das gemacht habe. Das denke ich auch, ne? Amicia passt ihre Werkzeuge an, damit sie unterwegs einfach Hand zu Hand haben sind. Ja. Nicht super notwendig, aber ist auf jeden Fall was. Hier ist die Haltestelle, wo die vorher waren. Hier haben wir noch ein Bändel. Ich höre die Raben. Amicia, sieh dir das mal an. Komm gleich. Das wird dir gefallen. Ich komme. Halt. Da hat was geleuchtet. Etwas, was ich nicht mitnehmen kann. Kann ich hier aufmachen?
Nee, ich dachte schon. Ah! Hä? Das ist doch die Grube mit den Ratten. Warum ist hier auf einmal ein tiefes Loch? Was machst du denn? Es hat ewig gedauert, dass alles in Ordnung ist. Ja, ich komme hier. Okay, hier liegt nichts rum, ne? Nee. Ich komme, mein Schatz. Schneit. Aber warum schneit's und die Bäume sind alle noch grün? Das ist komisch. Der liegt Ausrüstung. Verdammt. Amicia, sieh dir das mal an. Ja. Das wird dir gefallen. Ich komme. Oh, jetzt ist der Augenblick. Jetzt macht er uns den Antrag. Dich habe ich noch nie gesehen. Sie hat sich wohl unter dem Unkraut versteckt. Hugo würde sich bestimmt darüber freuen. Hey, keine Sorge. Er ist ein aufgewecktes Kerlchen. Ich weiß, aber... Du hast ja recht. Ich habe eine Blume übersehen. Scheiße. Rhododendron. Die Pflanze selbst ist zwar harmlos, der Honig aus ihren Blüten soll allerdings Toxine mit halluzinogenen und abführenden Eigenschaften enthalten. Angeblich soll dieser Honig die gewaltige Söldnerarmee Kyros des Jüngeren aufgehalten haben, da die Soldaten sich nach einer Plünderung zu viel von ihm einverleibten. Wahrscheinlich wurde er wegen seiner schädlichen Wirkung zum Symbol von Risiko und Gefahr. Ich kenne Rhododendron nur in solchen riesigen Büschen, oder ist das eine andere Sorte dann? Ich will ihn halt nicht so lange warten lassen, ne? Aber ich würde gerne sogar noch dort hoch. Was machst du denn? Es hat ewig gedauert, das alles in Ordnung zu bringen. Ja, ich bin ja auch total dankbar. Aber ich muss gucken, ob der Entwickler jetzt hier wieder Zeug versteckt hat. Ich meine, wie soll ich denn sonst craften? Hier, guck dir das an. Amicia, sieh dir das mal an. Ich komme. Das wird dir gefallen. Ich komme. Ich muss gleich niesen. Hui. Jetzt bin ich kurz stehen geblieben, weil ich niesen musste. Aber ich habe es hoffentlich rausgeschnitten. Oh Gott. Ein Fresko. Es kommt mir seltsam bekannt vor. Das sind die gleichen Zeichen wie auf den Säulen. Das Chateau will uns doch etwas mitteilen. Und was teilt es dir mit? Ich verstehe zwar nicht alles, aber ich denke, dass wir hier bleiben können. Amicia, komm schnell! Es geht um Hugo! Oh nein, ich komme! Brauchst du mich? Ich rufe dich! Komm schon! Schnell! Warte mal, kann ich hier hoch? Bin ich dann auch bei ihm? Ja, okay. Ich bin hier, Lukas! Schnell! Hugo, bitte! Es wird immer schlimmer. Die Makula breitet sich zu schnell aus. Ich weiß, Amicia. Ich tue mein Bestes. Ich befolge schon die Anweisungen des Buches. Aber es wird zu lange dauern. Ich brauche ein richtiges Labor. Wie das von Laurentius? Nein, nein! Ich brauche bessere Ausrüstung. Vielleicht meine Mutter in unserem Haus. Vielleicht hat sie dort die nötigen Dinge. Du hast recht, wir sollten es versuchen. Amicia, Lukas! Ich glaube, die Zwillinge sind zurück. Melly! Du hast ihn gefunden. Mehr tot als lebendig. Aber ja. Amicia, wir sind gekommen, weil... Ja. Arthur, sag du es ihr. Nach unserem kleinen Abenteuer mit euren ketzerverbrennenden Freunden landete ich in einer Zelle der Inquisition. Eines Tages sah ich die Wachen eine Gefangene begleiten, die sehr schlecht aussah. Diese Bastarde wollten wissen, wo ihr Sohn war.
Also drohten sie ihr. Und ich hörte ihren Namen. Beatrice Derun. Mutter lebt? Sie lebt! Und du hast Arthur befreien können. Das war nicht leicht. Glaub mir. Du könntest... Was? Vergiss es. Ich bin ein Niemand. Aber sie... Sie ist zu wichtig für den Großinquisitor. Er... befragt sie. Ständig. Sie... foltern sie? Hugo darf davon nichts erfahren. Nicht einmal, dass sie lebt? Es könnte ihm helfen. Und was sagen wir, wenn er sie sehen möchte? Ihr sagt ihm nichts. In Ordnung? Oh nein! Hugo! Hugo! Die nächste Schwelle steht bevor. Wir müssen sofort los. Heim zu mir. Jetzt. Ihr geht. Wir bleiben bei ihm. Alles wird gut, kleiner Bruder. Versprochen. Dieses Mal heilen wir dich. Gut. Ich hole das Sanguinis Itinera und ein paar Tränke. Und dann gehen wir. Kapitel 12. Alles, was bleibt. Wow, hieß nicht von The Walking Dead in der letzten Staffel oder die letzte Episode von irgendwas, alles, was bleibt? Wir sind da. Amicia, ist alles in Ordnung? Ja. Es ist nur seltsam, zurück zu sein. Gehen wir. Ich hätte nicht gedacht, dass ich zurückkommen würde. Zumindest nicht so bald. Wir finden die Tränke und verschwinden. Vielleicht sind wir vor Sonnenaufgang wieder zu Hause. Das wäre mir recht. Hier können wir nicht lang, ne? Ist kaputt alles, oder können wir... Wir können dort nicht rüber. Okay. Diese Brücke war mindestens 100 Jahre alt. Alles sieht vollkommen zerstört aus. Das ist das Ende der alten Welt. Wenn das wahr ist, wie kannst du da nur so ruhig bleiben? Sieh mal, die Standarte der Inquisition. Sind sie immer noch hier? Wir müssen vorsichtig sein. Was? Was sind die jetzt gesehen? Nicht runterfallen, bloß nicht runterfallen. Was zum Teufel ist das? Pass auf, Lukas! Was zum... Was ist mit ihnen los? Ich weiß nicht, aber es gefällt mir nicht. Verschwinden wir. Sie beachten uns immer noch nicht. Das ist doch gut. Vielleicht eine Art Paarungsritual. Einige Tiere haben merkwürdige Rituale. Es gibt einen Unterschied zwischen merkwürdig und schauerlich, Lukas. Aber wieso denn nicht? Immerhin sind es Tiere. Also ich habe da so meine Zweifel. Lukas, darüber denken wir später nach. Los! Es muss einen Grund geben. Ich denke, hier ist ja auch so ein Wirbel, dass sich da irgendwelche Zentren oder Löcher bilden. Ich meine, unser Hund wurde ja auch in so ein Lochdingens reingezogen. Und vielleicht formen die das an der Stelle jetzt erst. Wow! Sieht aus, als wollten sie uns nicht vorbeilassen. Es sind so viele. Als ich mit Hugo weggelaufen bin, hat etwas die Wachen angegriffen. Ich glaube, dass wir an diesem Tag dank der Ratten entkommen konnten. Ich verstehe. Das ist also einer der Orte, an denen sie zuerst auftauchten. Aber das erklärt ihr Verhalten nicht. Kann Hugo die vielleicht auch so ein bisschen unterbewusst steuern, dass wir deswegen... Nee, das kann nicht sein, dann wäre Amicia nicht so oft gefressen worden, oder? Oder hast du uns unser Bruder? Ist es das? Okay, wir können theoretisch hier runter. Und ich denke, das müssen wir mit dem Wagen dann später machen, dass wir dem hinterherlaufen oder so. Dass wir den oben anstarten, keine Ahnung, und dann hier runterrennen und dann da langlaufen, ich weiß es nicht. Aber gehen wir erstmal weiter. Steinchen können wir mal gebrauchen. Sie sind hier nicht willkommen. Das werden Sie spüren. Das ist mein Zuhause.
Hört ihr mich? Mein Zuhause! Der Landsitz liegt genau vor uns. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass das so aussah hier. Ich denke, hier sind noch Leute, deswegen schleiche ich so rum. Aber... okay, ich dachte, die kommen hier hinterher. Tun sie aber gerade gar nicht. Okay, ich kann da theoretisch rein, aber ich wüsste nicht, warum ich das tun sollte. Das ist eine Truhe, deswegen. Aber ich kann ja nichts anzünden da drin, ne? Ich könnte nur, weil sie eingekerkert sind, so ein Beleuchtungsding da reinmachen oder sie auf eine Schiene locken. Da ist nichts drin. Da, eine Tür. Jetzt hör mal auf. Verschlossen. Auf der anderen Seite ist eine Kette. Moment, die Laterne. Mit ihr müssen sie ihre Truppen durchgeschleust haben. Gute Idee. Ich habe freie Sicht. Du kannst nach unten. Gib Bescheid, wenn du bereit bist. Der fixiert immer ultra lang auf irgendeine Szene. Wenn's... ah, hier kommen auch Ratten raus. Kann ich durch Fenster so gucken, oder? Warte mal. Hä? Wieso ist er jetzt dran? Ich bin hier. Und los, vorwärts. Lass mich bloß nicht im Stich. Denkst du, ich käme hier ohne dich raus? Das System funktioniert gut. Bin soweit. Vergiss mich nicht. Hä? Aber ich hätte es abschießen können. Na gut, dann tun wir das mit einem Stein. Danke. Lukas, wir sind nicht allein. Oh. Wie weit kann ich denn das drehen? So, ich hätte gerne einmal das hier. Alter. So. Oh nein. Ich muss komplett eine Runde rumziehen, weil es nicht komplett durchging. Okay. Eine Wache. Er lebt noch. Wo denn? Hilf mir. Irgendjemand. Die Ratten. Ach, hier. Hey, du da. Wie viele von euch sind hier? Es tut so weh. Ich will nicht sterben. Nicht so. Nicht so? Ihr habt meine Familie abgeschlachtet. Du verdienst es zu leiden. Bitte, hab Gnade. Wage es nicht, dieses Wort in den Mund zu nehmen. Aus ihm kriege ich nichts Nützliches heraus. Ja, dumm, ti dumm, ti dumm. Ti dumm, ti dumm. Ach, weil der im Licht sitzt. So, machen wir mal diesen. Ich habe keinen Bock, dass er schreit oder so.
Er hat bekommen, was er verdient. Amicia. Hey, bist du noch da? Hey, antworte. Da ist noch einer. Ja, der kommt nicht raus, ne? Wo habe ich denn meinen Feueranmacher? Seht ihr, das hätte ich auch machen können. Okay, ich habe keinen Stock, ne? Das wäre ja zu einfach. Kann das Licht auch nicht noch ein Stückchen weitermachen, sodass ich um den Kahn rumgehen kann, oder? Ich will bloß gucken, ob ich hier Materialverschwendung quasi verhindern könnte dadurch. Wenn ich es so mache. Ein Stückchen noch. Es geht gar nicht weiter nach links. Alles klar. Das ist das Linkste, was möglich ist. Ich glaube, wir müssen uns nicht dingsen hier. Ja, ich werde sie einfach woanders hinlocken. Ah ja. Wieso gehen die nicht hin? Jetzt habe ich zweimal die Scheiße verschleudert wegen euch Drecksviechern. Versuch's noch einmal. Gerechtigkeit für meine Familie. Dafür wirst du bezahlen. Dank euch habe ich bereits bezahlt. Aber ich werde nicht noch jemanden verlieren. Hörst du? Gut. Da war noch keine Gefahr. So ist es sicherer. Denke ich auch. Ich weiß nicht, ist das wichtig, was da drin ist? Ich habe halt keine scheiß Fackel oder sowas, weil ich das hier nicht aus dem Boden ziehen und mitnehmen kann. Warte mal, wir haben aber relativ viel von dem Zeug. Gut, dann hier rüber. Und okay. Salpeter und Alkohol sind wir mal wieder voll. Was ist denn das? Ist auch Salpeter? 20 Dinger habe ich voll. Fertigen wir mal ein bisschen an von dem ganzen Kram. So. Damit es sich auch lohnt, ne? Nimm den Alk. Und will nicht zu viel liegen lassen. Hier ist nur so ein Essensding. Ich denke nicht, dass ich was bauen kann. Ich gucke trotzdem mal. Nee, aber wir sind halt relativ gut auch schon dabei, muss ich sagen, ne? So, liebe Leute. Und jetzt wollen wir zu dieser Tür. Aber was sich hinter dieser Tür befindet, würde ich sagen, das finden wir nicht jetzt nach 40 Minuten heraus, sondern, boah, 40 Minuten, was ist in der ganzen Zeit passiert? Das kommt mir gar nicht so lange vor. Es ist jetzt tatsächlich die Folge gerade eben begonnen. Auf jeden Fall machen wir jetzt auch noch eine Pause und legen beim nächsten Mal wieder los mit The Let's Play A Plague Tale. Bis dann. Tschüss.